Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Das heutige Video dreht sich um die Taro-Ernte bzw. um die etwaige Taro-Ernte, also ob eine Ernte möglich ist oder jetzt möglich war, werden wir jetzt im Verlauf des Videos sehen. Allerdings habe ich auch ein paar Fachinformationen für euch, also dass ich mich ein bisschen spezialisieren kann bei Taro und eben mehr Infos habe, habe ich den Gary von Cooper Farms angeschrieben. Ja, und wenn Hawaiianer oder jemand, der auf Hawaii tätig ist, nicht weiß, wie man Taro anbaut, wer denn eben dann? Dementsprechend kurz auf Englisch. Gary, if you're watching the video, thanks a lot for your information. It was very helpful to me. And so far, mahalo and aloha. Ja, jetzt haben wir das auch rum. Cooper Farms habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, den Instagram-Account und die Website. Und ja, dann fangen wir jetzt mal ohne Umschweife an mit der Taro-Ernte. Zu Beginn des Videos möchte ich euch kurz die Pflanzen zeigen. Hier haben wir Exemplar Nummer 1 im Topf. Hier haben sich auch zwei kleine Seittriebe gebildet. Darauf gehe ich dann im späteren Verlauf des Videos noch ein. Exemplar Nummer 2 erkennt man kaum mehr. Also das ist wirklich nicht so toll gewachsen. Hier haben sich zwar auch Seittriebe gebildet oder einer. Aber ja, ob hier noch eine Ernte möglich ist oder überhaupt möglich ist, das weicht zu bezweifeln. Exemplar Nummer 3 auch im Freiland sieht dann doch deutlich vitaler aus. Hier haben wir ein bisschen Schneckenfraßschaden. Ich sehe auch schon, wo die Schnecke ist. Hier in der Blattachsel kann man sie sehen. Ja, hier ist, denke ich, eine Ernte eher möglich als bei Exemplar Nummer 2. Und jetzt schauen wir mal, ob sie hier unten Knollen verbergen. Bevor wir das Töpfchen hier jetzt auskippen und die Exemplare im Freiland ausbuddeln, ein paar allgemeine Infos zu Taro. Keine Sorge, nicht allzu viele. Also Taro-Pflanzen brauchen grundsätzlich, je nach Sorte natürlich, 9 bis 15 Monate, um Knollen zu produzieren, die man dann auch essen kann. Ja, meine Taro werden jetzt seit 12 Monaten kultiviert, könnte man sagen. Also vor einem Jahr kamen sie in die Erde. Und nach einem halben Jahr fangen die an, die Energie von den Blättern bzw. die Energie, die sie normal in die Blätter stecken würden, in die Knollen zu stecken. Dann werden die Pflanzen auch ein klein bisschen kleiner, das konnte ich auch bei mir beobachten. Und dann bilden sich auch diese Seitentriebe aus. Also keine Sorge, ich habe Fotos gemacht. Die nennt man im hawaiianischen Oho und da bilden sich dann eben weitere Knollen oder Wurzelrhizome aus. Der Jerry meinte, dass eine gesunde Taro-Pflanze, eine gesunde Mutterpflanze 6 bis 12 dieser Ohos, also dieser seitlichen neu gebildeten Rhizome, hervorbringt, ist aber auch wieder sortenabhängig. Und ob wir jetzt gesunde Pflanzen haben oder eine Ernte, schauen wir uns jetzt an. Da ich davon ausgehe, dass es beim einmal die größere Ernte geben wird, fangen wir mal hier an und lockern mal trotzdem, auch wenn es wahrscheinlich keine Ernte außen geben wird, großflächig außen rum. Wir schauen auch, der Boden ist sehr, sehr schwer, wenn er feucht ist hier. Daher auch eben die Pflanzen im Topf mit der lockeren und humoseren Erde. Und da werden wir dann auch gleich hier den Vergleich sehen. Jetzt ausheben und nicht abrutschen am Spaten. Und ich hoffe, wir waren auch tief genug. So, ich höre auch die Wurzeln schon knacken und ja, jetzt müssen wir uns mal Handschuhe holen. Moment, gleich wieder da. So, die Handschuhe sind an und ja, die Farbe ist nicht so ideal, um hier in Erde rumzubuddeln. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt keine anderen gefunden. Legen wir mal das Ganze hier vorsichtig frei. Und greifen auch mal hier rein und es ist ganz schön schwer. Und ich denke, wir nehmen uns einfach mal hier den Bollen hier um die Pflanze. Und wir sehen schon mal zwei Rhizome. Zwar wirklich sehr, sehr klein, aber wir haben hier schon mal zwei Taro-Rhizome. Jetzt machen wir weiter mit den anderen Pflanzen. Gleiches Vorgehen beim zweiten Freilandexemplar. Habe hier schon mal ein bisschen außenrum gelockert. Und ja, beim ersten Exemplar habe ich gerade eben Pflanzen noch ein bisschen geschaut, ob es vielleicht noch irgendwo eine Knolle findet. Aber die findet sich wohl wirklich bloß, wenn es eben hier diese Oho- oder Seitentriebe gibt. So, und das nicht zu lang dauert, hebeln wir das aus und zeigen euch dann die kleine Ernte. Hier hat sich jetzt leider keine neue Knolle ausgebildet, insofern ich das erkennen kann. Ich werde das Ganze nochmal abspülen, aber ich glaube, das hier ist die Pflanzknolle. Die sieht auch etwas älter aus. Ja, schön ist, dass die Wurzeln auch wirklich tief gegangen sind. Also mit dem Substrat, mit dem Boden hier im Freiland kommen die Taro generell zurecht. Ja, dann gilt es wohl bloß die Anbaumethodik ein klein wenig zu verändern. Jetzt sozusagen das große Erntefinale. Ich habe hier unten mal die zweite Kamera aufgestellt. Kurz mit der Hand, glaube ich, davor gewackelt. Ja, und jetzt kippen wir das Ganze mal aus, würde ich sagen. Und ich erwarte hier natürlich die größte Ernte wegen den zwei Seitentrieben und weil die Erde hier wesentlich lockerer ist. Und jetzt schauen wir mal, ob der Platz gereicht hat. Und augenscheinlich
hat er nicht so wirklich gereicht. Ist komplett durchwurzelt, der Ballen. Ich kann vielleicht auch mal in die Kamera hier heben, dass man von oben sieht. Ja, und jetzt fährt gerade der Zug vorbei und dementsprechend machen wir mal einen kleinen Schnitt. Zug ist vorbei, kleiner Perspektivwechsel. Ja, auf jeden Fall top durchwurzelt hier der Topf, den hätte man größer wählen müssen. Da lag die Vermutung nahe, dass er ein bisschen zu klein ist. Und wir sehen hier unten schon mal die erste Knolle oder das erste Rhizom. Und hoffentlich gibt es noch eins hier außen. Ja, ich erkenne noch eins, ein bisschen kleiner. Hier haben wir die Mutterknolle an der Stelle hier oder bei dieser Pflanze ist die ja ziemlich verrottet. Sieht nicht so lecker aus und es geht auch durch die Handschuhe durch. Dann machen wir mal weiter. Wir entfernen hier ein bisschen die Erde. So. Okay, ich kann es erkennen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen abwaschen. Und ja, dann schauen wir uns die finale Ernte an. Aber sie wird nicht allzu groß sein, also seid nicht enttäuscht. Da bin ich auch schon wieder und die Pflanzen sind gewaschen. Fangen wir mal an mit dem Exemplar aus dem Topf. Also wir sehen hier deutlich die zwei kleinen Rhizome, die sich gebildet haben. Zuerst dachte ich, dass das hier die Mutterknolle ist. Allerdings hatte ich die ja dann in den Händen. Hier hat sie sich abgelöst, die Mutterknolle. Ja, was ist erkennbar? Die neu gebildeten oder jüngeren Rhizome haben eine deutlich hellere Haut als die früher gebildeten Rhizome. Das kleine Exemplar, wo ich gar keine Ernte vermutet habe, hat auch zwei tolle Rhizome hervorgebracht, sogar ein größeres als das Exemplar hier aus dem Topf hier. Und ja, auch das hier ist keine Mutterknolle, man kann hier wirklich draufdrücken, ist sehr, sehr fest. Und ja, normal müsste es eben zergehen. Ich habe die auch nicht mehr gefunden, ich glaube, die war schon komplett verrottet. Und das dritte Exemplar, das Vitale mit den gesunden Blättern, hat leider nur eine ausgebildet, auch ein bisschen heller. Hier haben wir so ein kleines Rhizom oder hier, was ich dann eben noch ausbilden wollte, aber dafür war es zu spät. Und anhand dieses Exemplars werden wir jetzt die Vermehrung durchführen und die Vermehrung führt man so eben auf Hawaii durch oder die wird so durchgeführt und ja, das erkläre ich jetzt im nächsten letzten Abschnitt. Für die Vermehrung brauchen wir eine Taro-Pflanze, ein Messer, ein Schneidebrettchen. Ja, und ich habe die Kamera ein klein wenig nach hinten gestellt, dass man hier auch wirklich was sehen kann. Ja, der obere Teil hier, die Spitze des Rhizoms, die heißt Kohina auf Hawaiianisch. Davon werden wir 1 cm nehmen oder 1 cm hier in das Rhizom reinschneiden und abschneiden und dadurch erhalten wir einen Huli, einen Pflanztrieb. Ja, und das machen wir jetzt erstmal. Also vorsichtig, ungefähr hier so 1 cm abschneiden. Ja, die Kamera wackelt jetzt leider ein bisschen, das müsst ihr jetzt kurz aushalten. So. So sieht das Ganze von innen aus, schneeweiß, gibt es nicht viel zu zeigen. Und hier ist die untere Seite unseres Huli. Ja, und normalerweise, also die Pflanze ist normalerweise viel größer und können kopfgroß werden, mannshoch, nicht kopfgroß. Also normalerweise würden wir jetzt hier 10 cm über der Zusammenführung der Blätter die Blätter abschneiden. Das ist jetzt nicht möglich, also sie bilden halt hier eben den Haupttrieb aus. Dann kappen wir einfach mal hier oben, würde ich sagen, das Blatt und hier. Und das Blatt ist sowieso ein bisschen malträtiert und hier malträtiert. So, jetzt habe ich das Ganze richtig ausgesprochen. Ja, dieses Exemplar wird jetzt gepflanzt und zwar mit so einer Tiefe. Also wir buddeln es bis zu dem Punkt ein, wo die Stiele oder die einzelnen Blätter zu dem Hauptstamm werden. Topfchen ist vorbereitet, Kamera wackelt wieder ein bisschen, tut mir leid. Ja, und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch angießen. Der Gary hat geschrieben, dass das Ganze ein bisschen zusammensinken wird und nicht so aussehen wird, wie wenn es wachsen wird. Aber nach ein paar Wochen müssten sich da Wurzeln bilden. Dementsprechend, dass es auch passieren kann, kommt das Töpfchen in den Wintergarten hoch. Wir brauchen ja auch die Wärme und auch eben noch das Sonnenlicht, was ja jetzt immer weniger wird. Aber ja, ich denke, das könnte trotzdem funktionieren, dass das Ganze anwächst und vielleicht bekommen wir nächstes Jahr dann eben eine größere Taro-Ernte. Da sind wir auch schon bei der Endcard. Ja, noch so ein kurzes Nachwort oder Fazit zum Taro-Experiment. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall geglückt, da eine kleine Ernte möglich war. Also die Ernteknolle oder Ernterhizome waren letztendlich sogar kleiner als die Pflanzknollen oder Pflanzrhizome. Nichtsdestotrotz für mich eine positive Erfahrung. Und es ging ja überwiegend darum, auch in dem ersten Jahr hier mit dem Taro-Anbau erstmal Erfahrungen zu sammeln. Mit den Fachinformationen zusammen vom Gary konnte ich jetzt diesen Huli abschneiden oder versuche mich eben an der Vermehrung durch diesen Huli, durch diesen Pflanztrieb. Und auch da nochmal der Hinweis, Cooper Farms Instagram-Account, sehr schöne Bilder, schaut da euch rein, wenn euch mal interessiert, wie auf Hawaii Gemüse angebaut wird. Ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Seite rutschen
Hier oben blende ich das letzte Video ein zum Taro-Anbau, das Taro-Auspflanzen-Video. Ich denke, dadurch wird auch dieses Ernte-Video hier ein klein wenig schlüssiger für die meisten, die es nicht gesehen haben. Und hier unten sollte jetzt der Gartenrundgang Oktober sein. Auch da gerne reinschauen. Hier unter mir irgendwo das Abo-Schild, der Gartenkanal kostenlos abonnieren, um kein Video zu verpassen. Ja, in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Fragen, Anregungen, Kritik und so weiter immer gerne unten in die Kommentare. Habt ihr schon mal Taro angebaut oder wertvolle, tauschbare Erfahrungen? Alles gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne oder ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Projekten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.